Liebe Herbstmeisterinnen und Herbstmeister, herzlich willkommen aus dem Separé 24 hier im Millerntor-Stadion zu Hamburg. Man ist so beschwingt, es hat auch gerade angefangen zu schneien, es wird im Stadion immer noch ein bisschen gefeiert. Das tun wir mit euch jetzt und Ewald Lien zusammen. Schön, dass du da bist, Ewald. Gerne. Du warst ja auch in dem Spiel schon, als man so dachte, Mensch, zwei Buden, Burgstaller läuft hier. Du bist ja der ewige Mahner, du hast schon wieder recht gehabt. Das Ding war auch nach 60 Minuten nicht durch. Ich bin nicht der ewige Mahner, sondern ich versuche das Spiel so zu analysieren, nach dem, was ich sehe. Und was ich gesehen habe, war auch schon in der ersten Halbzeit, dass Schalke, auch wenn sie jetzt nicht eine Vielzahl von Torchancen erspielt haben, einfach eine hohe Aggressivität an den Tag gelegt haben und uns vor Probleme gestellt haben. Und wir haben viele Fouls gezogen, aber irgendwann musst du dann gegenhalten, weil du sonst zweiter Sieger bist. Und das haben wir lange Zeit nicht gemacht. Deswegen habe ich gesagt, das ist hier für mich noch nicht zu Ende. War es dann aber doch nach 94 Minuten 2:1 gegen Schalke 04. Und ich finde, man kann ja auch mal sagen, bevor wir jetzt immer mit dem Negativen oder dem, was nicht so richtig gut geklappt hat oder wo man noch ein bisschen optimaler hätte spielen können, wir können ja auch einmal sagen, dass das natürlich ein verdienter Sieg gewesen ist und dass das schon richtig geiler Fußball gewesen ist, den wir heute hier gesehen haben. Ja, ich möchte ja kein Wasser in deinen Wein kippen, aber du bist mir schon wieder zu euphorisch. Aber ich es geschenkt. Du bist immer erst nach dem 34. Spieltag, ne? Nach dem 34. Nein, das dann nicht. Flippst du mal aus. Nein, überhaupt nicht. Ist ja jetzt Weihnachten bald und das ist das letzte Heimspiel, das ist geschenkt. Also freu dich. Ich freue mich auch. Ich war aber auch fast noch erleichterter, als dass ich mich gefreut habe, weil ich eben gesehen habe, solche Spiele habe ich schon öfters mal erlebt, wenn du auf einen Gegner triffst, der so leidenschaftlich kämpft, dagegen hält und dich dann so unter Druck setzt, dass dann irgendwann mal noch so ein Tor reinfliegt. Und ich fand, dass wir uns das verdient haben, diesen Sieg ab der 60. Minute. Vorher ist das so geplätschert und ab der 60. Minute, vielleicht erinnerst du dich an so eine Szene hier unten, direkt vor unserer Nase, wo Kofi hinterhergeht, wo Paccarada hingeht, wo mehrere Leute, Lawrence kommt von hinten, wo sie mal angefangen haben, richtig gegenzuhalten. Die Schalker haben viele Zweikämpfe dominiert und wir sind so ein bisschen nonchalant damit umgegangen und haben uns auf unser Passspiel und den Ballbesitz reduziert und verlassen. Das machen sie natürlich super. Kurz vor der Halbzeit hatten wir noch eine Szene, wo die einen richtig, richtig guten Ballbesitz hatten. Aber du musst irgendwann mal auch so einem Gegner in die Schranken weisen. Und da haben sie gegengehalten und das war von der 60. bis zur 75. Dann fällt leider doch dieses Anschlusstor, was die Schalker natürlich dann nochmal zusätzlich motiviert hat. Aber insgesamt finde ich es verdient, weil wir mehr Torchancen hatten, weil wir zwei tolle Tore erzielt haben. Und Schalke hätte es jetzt auch nicht unbedingt verdient gehabt, nur weil sie jetzt so leidenschaftlich gespielt haben. Aber ich habe großen Respekt davor, wie sie heute hier aufgetreten sind. Ewald Lien, stört dich das, was ich jetzt so gesagt habe? Ewald Lien, der Mann, für den das Wort Fußballlehrer erfunden worden ist. Ich freue mich jedenfalls und freue mich hoffentlich mit euch da im Netz auch. Und der Mann, der das Netz natürlich immer im Griff hat und vor allen Dingen auch im Blick, ist Jonas, auch heute wieder da mit den ersten Tweets und Stimmen, nehme ich an. Absolut. Und es freuen sich, wie du schon gesagt hast, viele, viele mit uns hier am Millerntor. Zum Beispiel Burkhard Sievers hat gerade geschrieben, die Schalker zu Gast am Millerntor. Das gibt es ja auch nicht alle Tage. Die Blauen nehmen sich hier reichlich viel vor. Doch Burgi in Braun macht lässig das Tor. St. Pauli bleibt spitze. Gar keine Frage. Und auch Ewald wird es freuen als spanisch sprechender. Fernando hat sich aus Mexiko gemeldet und schreibt, puro San Pauli, saludos desde México, viva San Pauli, cabrones. Also auch er in purer Freude und die pure Freude lässt sich auch an einem Bild ausdrücken. Schaut mal hier, da ist er. Also einer derjenigen, die maßgeblich, wie die ganze Mannschaft natürlich, Ewald, natürlich die ganze Mannschaft, zu diesem Sieg beigetragen haben. Na komm, jetzt mach hier nochmal spanisches Bedanken. Nein. Saludos a todos a México. La palabra cabrones normalmente no funciona en ese aspecto, pero está bien. Gracias. Es ist ja das Spiel, für das das Wort ausgerechnet ja gerne mal benutzt wird. Ausgerechnet Burgstaller, ausgerechnet Salazar, das sind die Torschützen, die es heute gemacht haben.
Aber vielleicht, wenn wir einmal ganz kurz über Burgstaller reden können. Wir haben das, eigentlich stehen wir immer hier und sagen, wie der spielt, wie der vor allen Dingen dirigiert, wie der die Mannschaft als Leader im Griff hat. Es ist einfach irgendwie eine totale Freude und eine wahre Wonne, das von hier zu sehen. Und ich glaube, ich habe euch heute ein paar Schalker gesehen, die ganz verwundert waren, weil sie gar nicht kannten, dass Burgstaller ja auch Tore schießen kann. Das hat er ja bei denen nicht so gemacht, aber das ist der, also irgendwie hat man das Gefühl, der entwickelt sich jedes Spiel noch weiter. Also ich gebe dir, ich schenke dir Burgi als Spieler des Spiels heute. Wirst du das? Ja, ich würde es zulassen, dass du wieder deinen Spieler des Spiels bekommst. Burgi braucht man nicht drüber zu reden, das ist für jede Mannschaft so ein, nicht nur ein Torschützen zu haben, sondern so eine Persönlichkeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da ist jeder Trainer und jedes Trainerteam dankbar dafür, eine Persönlichkeit zu haben, an der sich junge Spieler aufrichten können, der immer da ist, der seine Qualitäten einbringt. Bei Schalke jetzt das zu kritisieren, dass er da nicht viele Tore gemacht hat, hängt natürlich ein bisschen auch damit zusammen, dass Schalke in der ersten Liga gespielt hat zu dem Zeitpunkt und aber keine Erstligamannschaft hatten. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, die Abwehrspieler sind besser, gegen die du spielst, und dann hast du aber nicht die Mannschaft, die du dir wünschen würdest, so wie jetzt hier, um so viele Torchancen zu bekommen. Und das haben sie auch in der ersten Halbzeit nach vorne wieder sehr, sehr gut gemacht, unsere Jungs. Und Burgi hat einfach diese Erfahrung und dieses zweite Tor, wie er das da hinten mit dem Kopf reinlegt, aber auch die anderen, dieser Schuss, das ist einfach, das ist fast wie Haaland in der zweiten Liga. Wenn der Haaland so eine Situation hat, der haut das Ding einfach rein und auf Wiedersehen. War das jetzt plakativ genug für dich? Für mich war das total super. Plakativ. Freue ich mich. Auch das mit der ersten Liga habe ich auch verstanden. Wusste es übrigens, was dieses Jahr spannend und lustig ist beim FC St. Pauli. Wir spielen in einer Saison sowohl gegen Dortmund als auch gegen Schalke und müssen noch nicht mal in der ersten Liga dafür spielen. Also das auch mal am Rande. Ich versuche noch mal was Positives noch mal herauszuarbeiten. Okay. Ich fand, du wehrst dich ja immer noch irgendwie so gegen diese Prädikate, tolles Spiel und so weiter. Ich fand St. Pauli extrem ballsicher, extrem passsicher. Ich glaube, ich habe einen einzigen versehentlichen Fehlpass von Eric Smith gesehen. Ansonsten hattest du das Gefühl, jeder Pass kommt an. Die wissen sehr genau, was sie mit diesem Ball anzufangen haben. Und das auch möglicherweise etwas, was wir schon lange hier logischerweise am Millerntor nicht mehr gesehen haben. Das sehen wir ja schon die ganze Saison und wir haben es auch schon in der Rückrunde letztes Jahr gesehen. Nein, das, so wie wir Fußball spielen, das ist eine Augenweide. Das ist einfach wunderschön, das zu sehen, da freue ich mich. Und die Jungs haben das verinnerlicht. Das ist halt, du siehst das auch in der ersten Liga oder bei anderen Mannschaften, wenn sie dann mal den Ball gewinnen, mit welcher Hektik man manchmal zur Werke geht, dann haut man den Ball weg, dann spielt man ihn irgendwo hin, obwohl jemand freisteht. Die Jungs haben natürlich dieses Selbstvertrauen jetzt auch sich erarbeitet, aber du siehst einfach, wenn sie in Ballbesitz kommen, suchen sie einfach den nächsten Mann, was natürlich durch diese phänomenale Rautengrundordnung prädestiniert ist, weil immer irgendwo einer in der Nähe ist. Aber man muss auch den Mut haben, den zu suchen, ihm den Ball zu geben, sich wieder zu zeigen. Und das haben sie verinnerlicht. Das machen sie richtig, richtig gut. Wir haben uns ja seit nach langem Kampf dazu hinreißen lassen und wir sagen jetzt Raute, ne? Also wir lassen das. Was du sagst, ist mir eigentlich völlig egal. Das war schon immer so, Ewald, ich weiß ja, das. Ja, ich sage Raute, weil dieser Club an der Peripherie der Stadt diesen Begriff nicht erfunden haben. Ich habe schon in einem Club gespielt vor 40 Jahren, der auch schon eine Raute hatte. Und zwar hatte. Eine richtige auch, ne? Also ja, sogar eine, so wie man sie sich vorstellt. So, und das gibt auch nicht ein gedrehtes Viereck. Ja, genau so. Also das ist ja eine Raute, das ist ja keine oder Raute. Ja. Das ist ein Quadrat, umgekipptes gedrehtes Quadrat, so genau so. Und also sich darüber zu echauffieren, das ist albern. Aber gut. Trotzdem muss ich nochmal als Mahner auftreten. Das, was du alles Positives gesagt hast über das, was unsere Mannschaft leistet, wunderbar, unterstreiche ich. Aber das hilft einem nicht viel, dieser gute Ballbesitz hilft dir nicht, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die so leidenschaftlich fightet und spielt wie Schalke, wenn du dann nicht irgendwann mal gegenhältst.
Ne, diese Beispiele sehen wir immer wieder. Nimm Atletico Madrid jetzt auf internationaler Ebene. Das ist ein Haufen von Verrückten, die natürlich einen noch verrückteren Trainer an ihrer Spitze haben. Wenn der die auf den Platz schickt, dann hast du 11 Verrückte am Hals. Egal wie die Fußball spielen, du musst erstmal dagegenhalten, weil die dich bearbeiten, bekämpfen und so weiter. Und das haben unsere Jungs dann irgendwann mal auch begriffen. Wir haben in der ersten Halbzeit viele oft so nonchalant oder sagen wir mal ohne Körperspannung sind wir übers Spiel gelaufen und haben dann sehr viele Fouls bekommen, manchmal auch nicht. Und mir hat das gefallen, dass sie dann irgendwann mal angefangen haben, richtig gegenzuhalten. Auch wenn wir dann trotzdem irgendwann mal das Gegentor gefangen haben. Aber das braucht man einfach. Man muss, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die so da steht, so wie du jetzt da, dann kann man sich das auch schon mal erlauben, so ein bisschen, ne, so rumzueiern, aber nicht gegen eine Mannschaft, die so... Verstehst du, was ich meine? Und jetzt, ja. deswegen war das gut, dass die Jungs so gegengehalten haben. Verstehst du? Ja, ich verstehe es. Okay. Hast du wieder deinen Kaffee getrunken? Ich habe schon zwei heute getrunken. Ja, du solltest doch nur einen trinken. Weißt du doch, haben wir doch extra gesagt. Nein, das war ja um 18 Uhr. Ist alles gut. Grüße an Schulle übrigens an dieser Stelle. Er ist ja immer noch in Quarantäne, genauso wie sein Kollege Gramotzes, der ja auch bei Schalke eben wegen Corona draußen ist. Loic Favé wird gleich die Pressekonferenz halten. Die werden wir natürlich zeigen, wenn wir möglicherweise dann schon durch sind mit unserer Analyse. Dann werdet ihr zum Schluss die Pressekonferenz genießen können. Mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall wollte nur an dieser Stelle sagen, hab keine Angst, die Pressekonferenz kommt und wir melden uns, sobald es unten im Mediencenter losgeht. Du rückst immer weiter nach rechts, merkst du das nicht? Obwohl du mich so anbrüllst heute. Was ist denn los eigentlich mit dir? Ich verstehe es nicht. Ist alles gut. Jonas? Befreie mich mal von Ewald kurz. Ich muss auf jeden Fall Ewald einen Gruß zurückspielen von Fernando aus Mexiko. Er sagt nochmal gracias por el saludo. Estoy muy contento. Also er ist sehr, sehr zufrieden. Wahrscheinlich mit Ewalds Gruß und vor allem... Igualmente. Wunderbar, da haben wir das auch geklärt. Und ein Tweet habe ich gefunden von Anni, die schreibt, wenn man die letzten Jahre so viel Scheiße mit diesem Verein gefressen hat und es momentan ausnahmsweise mal richtig gut läuft, darf man bezüglich der Herbstmeisterschaft aber auch ein Tränchen verdrücken. Da ist die Liga doch egal, schreibt die liebe Anni. Und was ich auch noch gefunden habe im Netz, sind Stimmen von Burgstaller, die er kurz nach dem Spiel gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, wir haben absolut verdient gewonnen. Wenn wir die Konter besser ausspielen und das dritte und vierte Tor fällt, dann kann sich keiner beschweren. Und er sagt über die Herbstmeisterschaft des FC St. Pauli, wenn du als Sportler da oben stehst, willst du auch oben bleiben. Wir sind auf einem guten Weg und spielen guten Fußball. Ich glaube, da kann man nicht widersprechen, oder? Absolut. Ich gucke mal gerade, ob ich noch irgendwas in der Statistik finde, wo ich dir noch mal vielleicht irgendwie so ein paar Sachen noch mal rauskitzeln kann, was vielleicht dann doch ein bisschen, weil ich ehrlicherweise, ich hatte so bis zur 60., 70. Minute, also bis zum 2-1, nicht das Gefühl, dass Schalke jetzt wirklich brutal gefährlich gewesen ist, also wirklich Monsterchancen gehabt hat, wo man sich irgendwie wirklich Sorgen machen musste, sondern eigentlich so die richtige, wie heißt denn das Wort nochmal, die Enge sozusagen, also das Zittern quasi, so wie bei meinem Wortversuch jetzt gerade hier, kam eigentlich erst auf, als man musste, hier kann man möglicherweise doch sich noch einen Unentschieden reinholen. Naja, du gehst natürlich jetzt von dem Oberflächlichen aus, was du siehst. Als jemand, der... Kannst du ein anderes Wort nehmen als oberflächlich? Ich finde, das habe ich nicht verdient. Okay, dann sage ich es anders. Du schaust auf die klaren Torschancen, während ich auf Spielanteile schaue. Mich hat das genervt, dass sie mit diesem einfachen Fußball lange Bälle, hohe Bälle auf diese beiden Monster da vorne... Dadaschow, den ich gar nicht kannte, und Pieringer und der Top, der hinterher reinkam, war auch nicht anders. Riesenkerle, Riesenbody, langer Ball in den Abwehrspieler reingedrückt. Unsere auch nicht kleinen, gerade kleinen Abwehrspieler kommen nicht ran. Sie sichern den Ball, sie legen ihn ab und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Das heißt, mich nervt das als Trainer zu sehen, dass ich wenig Chancen habe, rechtzeitig die Angriffe zu unterbinden, weil es ein ganz einfacher, direkter Fußball ist. Und der Ovejan hat riesen Druck von der linken Seite gemacht, auch von der rechten Seite. Der Aydin stand ja auch erste Halbzeit einmal allein, zweite Halbzeit ganz am Anfang, 46. alleine vom
vom Torwart, auch nicht vergessen. Salazar, erste Halbzeit, Riesenchance, alleine vom Torwart. Aydin, alleine vom Torwart, nur zur Erinnerung. Und du hast recht, außer diesen beiden Chancen war es nicht so wahnsinnig viel. Aber es, ich habe ja auch gesagt, das ist, wir haben ja auch angefangen gegenzuhalten. Wir haben gegengehalten, trotzdem haben wir diese Angriffe, wo Ovejan, obwohl er eigentlich alleine auf der Seite war, immer wieder in den Strafraum eingedrungen ist. Und das ist dann wegverteidigt worden von uns. Aber es hat mich ein bisschen genervt. Und ich weiß, dass so etwas, wenn dann mal ein Anschlusstreffer kommt, dass sowas passieren kann, was am Ende auch leider Gottes der Fall war. Schalke wurde in der zweiten Halbzeit stärker. Kannst du erklären, warum? Haben die umgestellt oder haben die einfach nur, waren die präsenter oder ähnliches? Oder war das einfach nur der normale Spielverlauf? Nein, sie haben nicht umgestellt. Ich fand, dass ihre Grundhaltung immer die ganze Zeit gut war eigentlich. Wir haben natürlich zwei Tore erzielt erste Halbzeit. Sie hatten eine Riesenchance. Also mich hat das einfach beeindruckt. Jetzt kann ich jetzt nicht erklären, warum sie jetzt so einen Einsatz gezeigt haben. Aber es war einfach beeindruckend zu sehen, dass sie hier so gegengehalten haben. Das gehört sich aber auch. Ich meine, das ist Profifußball. Sie spielen beim Spitzenreiter. Gefühlt volles Stadion. Viele eigene Fans mitgebracht. Und obwohl sie eine Reihe von wichtigen Spielern gar nicht dabei haben, ihre ganzen Torjäger, Terodde, Bülter und wie sie alle heißen, haben sie für mich eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Beeindruckend meine ich jetzt von der Grundhaltung her, von der Einstellung her. Nicht unbedingt so ein Top-Fußball wie unsere, das auf technischer Ebene hinkriegen, aber ich fand es beeindruckend und das hat uns alles abverlangt. Das war also ein... mit voller Berechtigung kann man das ein Spitzenspiel heute nennen. Jonas, Spitzenspiel. Genau. Wir können ja auf ein paar statistische Werte mal schauen, just in diesem Moment. Also auf die Zweikampfquote zum Beispiel, die liegt bei Schalke mit 54%. Auch der Ballbesitz ein bisschen höher, fast ausgeglichen, 51%. Die Passquote ist ausgeglichen mit 74%. Und die Laufleistung, ich weiß nicht, Ewald, das musst du mal einschätzen, 114,32 Kilometer gemessen bei Schalke 04. Und mehr als 5 Kilometer mannschaftsdienlich gemessen bei St. Pauli. Ist das so viel mehr, 5 Kilometer bei 90 Minuten im ganzen Team? Ja, das ist schon eine Menge. Und also, 119,81 Kilometer, muss man auch sagen, das ist ein herausragend guter Wert. Aber das haben wir in Deutschland, Erste Liga, Zweite Liga häufig. In England, in der Premier League zum Beispiel, da laufen die wesentlich weniger, 105, 108 und sind dann noch stolz darauf. ich meine, laufen alleine... das heißt jetzt noch nicht so viel. Also es wird ja jeder Lauf wird mitgerechnet. Zum Beispiel auch, wenn die Abwehrspieler von ganz hinten vorne zur Eckfahne rennen, um dem Torschützen zu gratulieren. Das sind auch immer 100 Meter, 200 Meter. Acht Leute laufen dahin. Das hatte Schalke jetzt nicht. Also musst du auch mitrechnen. Du weißt übrigens, dass das tatsächlich, warum die das in den U-Ligen machen, weil die ab der U17 anfangen, die Laufleistung zu tracken. Deswegen kommt jeder Innenverteidiger rennt dann auf die andere Seite des Spielfelds dann genau, auch. Genau, der Torschütze läuft zur Eckfahne, damit sie diagonal und dann ja auch zurück. Und genau. Wenn die 3-0 oder 4-0 gewinnen, dann ist das ein Kilometer mehr. Ja, rechnen wir die 4-5 Leute hinten mal 200 Meter, das ist schon wieder ein Kilometer mehr. Ne? Und Absolut. Wenn du dann 2-3 Tore schießt, das ist schon wieder 3-4 Kilometer. Ich finde aber, schon ist dein Vorsprung im Eimer, Jonas. Ich finde aber, ich versuche noch mal so ein bisschen irgendwie dein negatives Entree ein bisschen wettzumachen, weil ich finde, 5 Kilometer mehr gelaufen. Negatives Entree? Ja, du hast es so ein bisschen Wahnsinn. So, du hast gesagt, irgendwie sie haben nonchalant gespielt und da hat dir der Zugriff nicht so richtig gepasst und die Zweikampfleistung, sie hätten näher dran sein müssen. Ich finde doch aber irgendwie 5 Kilometer mehr Laufleistung, das spricht doch bei einer ähnlichen Zweikampfquote eigentlich dafür, dass die schon sehr, sehr präsent gewesen sind. Ich bin da heute nicht so mit dir. Okay. Wir sind da nicht so. Ja, vielleicht müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen. Also, liebe Herbstmeisterinnen und Herbstmeister. Nein, also da ist ja nichts gegen einzuwenden. Also nonchalant heißt ja nicht, dass sie nicht gut Fußball gespielt haben. Ich habe nur gesagt, dass wenn ich auf dem Platz stehe und eine gegnerische Mannschaft bearbeitet mich bei jeder Ballannahme, sind sie drauf und ärgern mich und sticheln und machen und tun. Ich meine, ich war Kriegsdienstverweigerer.
und war in der Friedensbewegung unterwegs, lange Jahre. Aber dann hätte ich mich gewehrt. Verstehst du, was ich meine? Da muss ich mal dazwischen hauen, da muss ich auf faire, sozialverträgliche Art und Weise mal ein paar Zeichen setzen. Mit allen Waffen, die man dir an die Hand gegeben hat. Wie bitte? Mit allen Waffen, die man dir an die Hand gegeben hat. Schnelligkeit. Ja. Schnelligkeit. Was warst du noch? Technik, Dribbelstärke, Spielübersicht, Intelligenz und ein ganz kleiner Schuss Brutalität und Ärger auch. Rachekampf braucht man, wenn man sich durchsetzen will. Deswegen habe ich ja gesagt, man kann ja nicht so wie ein Schluck Wasser in der Kurve stehen. Und Top-Haarschnitt. Wie bitte? Nichts. Und der Haarschnitt, genau. Das war auch provokant. Jonas, lass uns noch mal kurz teilhaben an der hoffentlich Partystimmung im Netz. Ja, absolut. Wir gucken mal in die Community rein. Und zwar schreibt Thorsten, toll, wie die Mannschaft das 0-4 in Darmstadt weggesteckt hat. Das ist wirklich die beste Mannschaft, die St. Pauli je hatte. Vielleicht sogar, eine der besten Mannschaften, die St. Pauli je hatte. Vielleicht sogar die beste. Glückwunsch zu einer tollen Leistung heute. Und Robert schreibt, das finde ich auch ganz nett, Herbstmeister ist übrigens ein Scheißtitel, aber für das Momentum ist es sensationell. Also es wird ordentlich gefeiert und es werden auch einige Spieler gehighlightet, zum Beispiel einer, der sich tatsächlich auch in mein Herz reingespielt hat in den letzten Wochen. Wie stark ist Eric Smith eigentlich, schreibt Volker. Also auch Eric Smith als einer der Abräumer oder der Sechser, der heute, glaube ich, wieder wie eigentlich alle eine gute Leistung verbracht hat. Und dann kommt ja auch noch dazu, was du dann auch von der Bank bringen kannst. Ne? Ja. Also dann kommen Ditken und dann kommt Buchtmann und du hast Medic noch und so. Also das ist schon. Ja, Amenjido, der noch gar nicht richtig in der Saison angekommen ist, der ist aber auch da und hat ein großes Potenzial. Finn-Ole Becker, der auch auf der Irvine-Position spielen könnte und im Moment hinten dran ist, weil Irvine halt absolute Top-Leistungen liefert. Aremo gar nicht dabei, Benatelli auf der Bank, Olsson, der rechts spielen kann. Also und du siehst, das sind alles Namen, die in den letzten Wochen auch Stamm gespielt haben, immer mal wieder. Das ist ja das, was Schule richtig gut macht, alle Leute mitnehmen und dann kommen sie auch zur Geltung, wenn sie dann mal gebraucht werden. Auch wenn wir heute, also Maximilian, hätte ich mir mal gewünscht, dass der den einen oder anderen Konter besser ausspielt und der muss eigentlich auch ein Tor machen, genauso wie Martinjok hinterher. Also das dritte Tor hätte eigentlich fallen müssen in der letzten Viertelstunde. Da hatten wir ein paar Riesenchancen. Da haben wir es nicht so gut zu Ende gespielt. Nein, es ist also eine ganz ausgeglichene Mannschaft mit einer Riesenbreite im Kader. Um dich nochmal richtig auf Zinne jetzt hier zu bringen, weil ich weiß, darauf hast du richtig Bock, 77% Aufstiegswahrscheinlichkeit waren es nach dem Punktestand und dem letzten Spieltag. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwie bei 79%. Mhm. Aufstiegswahrscheinlichkeit. Mhm. Also wenn du mich richtig auf Zinne bringen willst, wie waren denn die Expected Goals eigentlich? Die Expected Goals, das würde ich gerne nochmal, dass mir einmal das nochmal mitteilt und auch, wie heißt das andere, überspielte Spieler? Packing. Was? Die Packing-Rate. Ja, wenn du mich mit so ein paar anderen geisteskranken anderen Daten noch füttern könntest, das würde mich noch mal so richtig aus der Reserve locken. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, diese Expected Goals und dieser ganze Quatsch. Aber das hängt auch mit dem Unvermögen vieler Menschen zusammen, ein Fußballspiel vernünftig beurteilen zu können. Und deswegen versucht man das messbar zu machen, sodass man mit irgendwelchen Zahlen operieren kann. Geht aber nicht. Zu Packing kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, in 20 Tagen ist Unpacking. Ha. Ja? Ja. Ja, wir müssen gar nicht so viel verpacken. Ne? Ach so, ja, meinst du? Bitte. Nachhaltigkeit, nimm das wieder zurück. Also, ich nehme das wieder, das stimmt. Man kann auch jemandem was schenken ohne es, aber du hast recht, das sieht viel schöner aus, wenn du deiner Frau ein schönes Geschenk machst oder deinen Kindern und dies ist richtig liebevoll verpackt. Ich versuche es mal nochmal mit einer schlauen Frage, also zumindest aus meiner Definition heraus. Jetzt, wenn man dieses
Aufstiegswort, das wird ja jetzt mehr kommen. Wir haben jetzt 6 Punkte Vorsprung. Herbstmeister ist man, da hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn man es jetzt schafft, eben zum Beispiel zum einen noch die beiden Spiele jetzt vor Weihnachten noch gut zu Ende zu spielen, wobei Obacht Fortuna Düsseldorf ist natürlich irgendwie ein harter Gegner, ohne Frage. Dann kommt Kiel. Aber nichtsdestotrotz, was muss man jetzt als Trainer machen, oder anders, muss man als Trainer jetzt die Euphorie in der Mannschaft auch zulassen oder muss man eher derjenige sein, der dann sagt, Leute, es ist der 16. Spieltag, wir haben noch nichts gewonnen, bleibt locker. Ja, Spiele gewonnen, aber ne, für den, okay, dann sei es anders, für den ersten Platz kann man sich noch nichts kaufen, etc., etc. Wie geht man jetzt als Trainer also da schau mal, mit dieser Situation um? Ich möchte dich von einem Irrglauben befreien, dass das, was eine Mannschaft da auf dem Platz leistet, zu einem relativ hohen Prozentsatz davon abhängen könnte, was ein Trainer mal so sagt in der Öffentlichkeit. Also erstens, dieser Titel Herbstmeister ist für den Arsch. Den kannst du dir irgendwo hinschmieren, da kannst du dir nichts von kaufen. Wofür du dir was kaufen kannst, sind die Punkte, die du hast, ist das Spiel, die Qualität des Spiels, die du zeigst und das Selbstvertrauen, was du daraus ziehst. So, und die Aufgabe eines Trainerteams und einer sportlichen Leitung. Bist du noch dabei? Ich bin noch dabei. Ja, okay. Entschuldigung, ich war nicht gelangweilt, sondern ich guckte nur, ob die Pressekonferenz gleich losgeht. Ist klar. Also die Aufgabe der sportlichen Leitung und des Trainerteams besteht darin, die Qualität der täglichen Arbeit und die Qualität des Zusammenhalts und der Arbeitsatmosphäre hochzuhalten. Darum geht es. Dabei können, wenn ich das nicht hinkriege, das hat nichts damit zu tun, ob der eine oder andere mal irgendeinen Satz sagt oder irgendeine Einschätzung gibt, sondern das sehe ich als Trainer an der Disziplin, die Leute zeigen, das sehe ich an der Trainingsarbeit, das sehe ich an vielen Kleinigkeiten, die ich vorleben muss und die man im Training sieht und in dem täglichen Zusammenleben. Wenn das Kind irgendwann mal in den Brunnen gefallen ist, dann ist es immer schwieriger, dagegen anzuarbeiten. Das heißt, das Entscheidende ist zu verhindern, dass es überhaupt erst dazu kommt. Und das ist eine tägliche Arbeit und das hat nichts damit zu tun, ob man mal sagt, boah, toll, jetzt wollen wir aufsteigen. Schulle macht das super, macht das sehr gut. Es gibt überhaupt keinen Grund, irgendeine Euphorie zu bremsen. Ist doch wunderbar, aber nicht eine verbale Euphorie, die sich darauf reduziert, dass man so tut, als wenn man jetzt irgendwas gewonnen hätte, Stadtmeister oder Lebensabschnittsführender in der Stadt. Wir verschreiten uns gleich noch ein bisschen weiter. Okay. Die Pressekonferenz, man kann es sehen, fängt gleich schon an. Ich würde mal sagen, wir haben fast alles besprochen. Jonas hat alles gezeigt oder hast du noch das eine oder andere, was du zeigen möchtest? Ich kann rund um die Welt noch mal schalten. Also es gibt tatsächlich Grüße aus der Karibik zum Beispiel. Die Grüße gehen natürlich von uns an dieser Stelle zurück. Es gibt Grüße aus Dänemark und es gibt auch viele Grüße bei uns in der Community tatsächlich aus vielen anderen Städten oder von vielen anderen Mannschaften aus der zweiten Liga zu dieser Herbstmeisterschaft. Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank von dir. Vielen Dank schon mal an euch. Ich wünsche euch auf diesem Weg, ist ja tatsächlich das letzte Heimspiel vor Weihnachten gewesen. 20 Tage haben wir noch. Deswegen habt hoffentlich ein schönes Fest und vor allen Dingen noch 2 sehr schöne Auswärtsspiele gegen Düsseldorf und gegen Kiel. Ich wünsche mir heute nichts zu Weihnachten, außer noch 6 Punkte. Das wäre ganz schön. Würde ich mich freuen. Und jetzt sehen wir uns ganz schön lange nicht mehr. Ne? Das entscheiden wir selber, Mike. Ja? Also hier werden wir uns nicht sehen. Wir werden jetzt keine Sendung machen, nur für uns. Möchtest du nicht? Nee. Ja, gut. Nein. Wir können uns noch ein bisschen reden, weil es wird ja gleich nochmal gewischt, nachdem die Schalker das Pult verlassen wieder haben. Getrennt. Ja, darum hat der Schalke 04 gebeten. Ah, okay. Na gut. Also, was wird gewischt? Jede Pressekonferenz, eine neue Pressekonferenz. Beim letzten Mal war es schon so, zusammen, wie man es so kannte, da waren sie zusammen. Jetzt ist es so, ihr seht den Kollegen aus Gelsenkirchen, danach wird wieder gewischt und alles wieder sauber gemacht und ähnliches. Und erst dann kommt Loic Favé in seiner Premiere heute als Co-Trainer in Vertretung für Schulle bei der Pressekonferenz. Ja. Soll ich Schulle nochmal grüßen von? Ich weiß ja nicht, ob Schulle uns zuhört. Natürlich hört er uns zu. Also. Möchtest du nochmal? Nö, ich.
Ich habe auch ansonsten Kontakt mit ihm. Ich muss ihn jetzt nicht hier über das Internet grüßen. Aber ich kann euch mal zeigen. Also, da passierte das situativ. Also hier, von Lehmann, das ist situativ. Der Dommel, der Moment, ist erfahren, wenn du im Handy das Wort Herz, der sucht sich seine Räume auf der Position und wie gesagt, die. Fand ich auch ganz nett. Das ist lustig, das muss man üben, ne? Das Handy müssen wir ja erstmal beibringen, genau, diese ganze Spracherkennung. Wenn du Herbst schreibst, dass dann hinterher Meisterschaft kommt als Vorschlag, wenn es oft genug verschitzt. Ja, musst du dein Handy beibringen, ne? Musst du zu Hause Alexa beibringen, das ist richtig viel Arbeit. Ne? Ja, und genau das ist eine Falle, in die Leute wie ihr reintappt. Und andere, also Burger essen, während das Spiel läuft, meinst du? Nein, genau so. Solche Dinge dem eigenen Handy beizubringen, Herbstmeisterschaft zu schreiben, anstatt sich selber beizubringen, konzentriert dabei zu bleiben, den Ball flach zu halten, sich zu freuen im Moment, wo ein Tor fällt. Und ansonsten, ne, wie oft soll ich euch das noch erzählen? Das ist Karma. Also vergesst diesen Scheiß. Ich sag euch nochmal, ich mache mal kurz das Fenster nochmal auf, um mal kurz zu hören. Also mittlerweile hier wird in dem ein oder anderen Separé wird hier noch gefeiert. Man kann, glaube ich, hinten den Dom sehen. So ist es dann tatsächlich am Millerntor immer noch am schönsten, ne? Wenn auch noch Winterdom ist, Flutlicht. Ist das das Stadtwappen da hinten, was ich da sehe? Ja. Ja, das sieht toll aus. Die Farbkombination finde ich sehr schön. Und das Feiern zum Beispiel in den anderen Separés ist eigentlich immer der Fall. Ja. Weil hier wird immer gefeiert, wenn man hier sein darf. Das war früher auch schon so. Nicht nur, weil wir jetzt einen inoffiziellen Titel errungen haben. Down Under ist mit dabei. Björn Metz. Björn! Rechne mal vor, 8 Stunden Minimum, oder? Das heißt 5 Uhr in der Früh. Das ist sehr früh, ja. In der Tat, das sind noch mehr als 8 Stunden, sind es sogar 10, aber egal. Björn, so, Pressekonferenz läuft immer noch. Wir haben eigentlich alles besprochen, außer das, möchtest du vielleicht irgendwie noch zwischendurch das Klima retten oder hast du noch ein paar Sachen, die dir aufgefallen sind? Ich weiß nicht, warum du das jetzt versuchst, irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Ich versuche das nicht ins Lächerliche, ich versuche es in die Länge zu ziehen, nicht ins Lächerliche. Ewald, du bist der King vom Kiez. Guck mal, das ist doch ein Kommentar, oder? Was bin ich? Der King vom Kiez. Toasti schreibt, Ewald, du bist der King vom Kiez. Das, wo jetzt gerade die Machtverschiebung, ich habe gelernt, große Machtverschiebung auf der Reeperbahn, habe ich gehört. Jetzt muss ich mir Sorgen machen. Jetzt mache ich mir Sorgen. Nein, also wir könnten den Begriff Nachhaltigkeit noch mal ganz kurz auf den Sport anwenden, weil dieser Begriff Nachhaltigkeit ist ja nicht nur auf ökonomischer Ebene und nicht nur auf ökologischer Ebene, sondern vor allen Dingen auch auf sozialer und privater Ebene. Und auch im Sport, überall zählt, ist dieser Begriff wichtig. Und nachhaltig ist eine Arbeit dann, wenn sie auf lange Sicht erfolgreich ist und allen zugutekommt und nicht nur dazu da ist, kurzfristig mal ein paar Punkte zu holen. Es gibt ja auch im Fußball gibt es leider Tendenzen, bei uns im Profifußball, im Nachwuchs, überall kurzfristigen Erfolg zu erzielen, der aber nicht nachhaltig ist. Ein nachhaltiger Erfolg bedeutet, dass ich Spieler entwickle, dass ich ihre technisch-taktische Ausbildung fördere, dass ich ihre Charakterbildung, ihre Persönlichkeitsentwicklung fördere. Sind viele schon gar nicht mehr daran interessiert, weil sie diesen kurzfristigen Mannschaftserfolg wollen, um selbst Karriere zu machen. Das gilt im Nachwuchsbereich, das gilt aber auch hier. Und hier sehe ich eine nachhaltige Arbeit, weil man einfach sieht, dass das nicht eine Eintagsfliege ist, dass hier nicht mal einmal gut Fußball gespielt wird, sondern hier ist eine Mannschaft auf dem Platz, die ganze Zeit guten Fußball spielt. Ab und zu müssen sie mal kratzen und beißen ein bisschen mehr und sich wehren, so wie sie es heute gemacht haben. Aber das ist eher nachhaltig und das wird dann eben auch belohnt. So wie man das... Nein, warum? Ich war noch nicht fertig. Ich weiß, aber Anne ist da. Insofern, dank dir, Ewald. Ganz kurz nur Ja oder Nein sagen. Läuft die Rückrunde genauso wie die Hinrunde für den FC St. Pauli? Was sagst du? Was glaubst du? Wir müssen wieder gegen die gleichen Mannschaften spielen wie in der Hinrunde. Ja oder nein? Also, kennst du Ja oder Nein? Es geht los. Okay, wow. Also in diesem Sinne, schöne Weihnachten. Danke, dass ihr da wart. Und jetzt Loic mit der Pressekonferenz. Anschaut, wie die Spieler von oben immer wieder auch verteidigt haben. Also insgesamt haben wir als Mannschaft einfach sehr geschlossen verteidigt. Und das braucht man auch. Wir wussten, dass viel Wucht und Dynamik, viele lange Bälle, viele Hereingaben auf uns zukommen werden. Und die haben wir über das gesamte Spiel sehr gut verteidigt. Sind verdient in Führung gegangen. Hätten sicherlich nach der Pause
das dritte nachlegen können, dann wäre es, entspannt ist es nie, aber es wäre auf jeden Fall nicht so zittrig wie die letzten Minuten gewesen. Durch das Anschlusstor ist klar, entsteht natürlich immer noch mal eine gewisse Hektik, aber auch da haben wir als Mannschaft dann sehr gut verteidigt und ja, wir freuen uns. Vielen Dank, Loik. Dann kommen wir zu den Fragen von den Journalisten. Fangen wir an mit Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung. Er fragt Loik, auf St. Pauli kleben einige Sticker mit einer Fotomontage, auf der Guido Burgstaller im Superheldenanzug zu sehen ist. Super Burgi, gibt es da nach heute noch was hinzuzufügen? Nee, also Super Burgi, ich habe es unter der Woche schon gesagt, es ist unglaublich, wie er einfach auf so ein Spiel wirkt. Das hat man jetzt heute auch wieder gesehen, macht das erste Tor, ist aber nicht nur wegen den Toren einfach unglaublich wichtig für uns. Ich weiß nicht, was der gelaufen ist heute, aber es muss auf jeden Fall ziemlich viel sein, weil immer wieder angesprintet, war keine einfache Aufgabe, gegen die Dreierkette zu zweit das Ganze immer wieder zu lösen. Und von daher hat er einen enormen Wert, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Und dann passt Super Burgi doch ganz gut. Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt möchte gerne wissen, wie fühlt es sich an, das Team heute zur Herbstmeisterschaft geführt zu haben? Ach, also fühlt sich gar nicht so an jetzt, was die Herbstmeisterschaft angeht oder so. Da haben wir uns keine Gedanken vorher gemacht, sondern wirklich den vollen Fokus auf die Trainingswoche und das Spiel gegen Schalke gelegt. Jetzt sind auch noch zwei Spiele zu gehen, jetzt das nächste gegen Düsseldorf. Hoffen, dass Timo dann wieder dabei ist. Und von daher war das jetzt kein großes Thema. Und deswegen freuen wir uns trotzdem, aber dass wir das Spiel gewonnen haben. Du hast eben schon die Ansprache von Fabi einmal angesprochen. Andreas Schorsch von der Bild-Zeitung möchte gerne wissen, ob du dahingehend etwas mehr verraten kannst, worum es dabei ging. Ja, Fabi hat die Ansprache vor dem Spiel gemacht und hat einfach auch nochmal darauf Einfluss genommen, was wir in dieser Woche angegangen sind. Das eine natürlich, das gehört immer dazu, Fußball inhaltlich, was unser Ziel für das Spiel ist, aber dann auch im Drumherum alle mitzunehmen. Wir haben die meisten Joker-Tore in der Liga. So, das spricht dafür, dass die Spieler, die reinkommen, einen guten Job machen. Das hat man auch heute wieder gesehen, die dann Einfluss auf das Spiel nehmen können. Wir haben 11 unterschiedliche Torschützen, ist keiner heute dazugekommen, aber das sind so Themen, die wir angegangen sind oder die Fabi in der Besprechung davor gut genutzt hat, um, glaube ich, alle nochmal so mitzunehmen und auf das Spiel einzustimmen. Tim Eckert vom Millanton möchte gerne wissen, Igor Matanovic und Guido Burgstaller sind bei einem eigenen Ballbesitz enorm weit nach außen gezogen. Was war die Idee dahinter? Ja, wir wollten die Dreierkette vom Gegner in Bewegung bringen, so dass die Zuteilung nicht ganz so klar ist, nicht ganz so mannorientiert, wie es vielleicht sonst der Fall wäre, wenn Kofi und die beiden Stürmer enger zusammenstehen, wie es in den letzten Spielen oder üblich bei uns ist. Dadurch haben wir gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, die Kette vom Gegner viel in Bewegung gebracht, um dann mit Spielern aus der Raute immer wieder auch diese Räume zu belaufen. Und gerade in der ersten Halbzeit hat das ja gut funktioniert, weil wir auch unsere Außenverteidiger ein bisschen mehr Ruhe an den Ball bekommen haben. In der zweiten Halbzeit war da mehr Druck von Schalke da und dann wurde es ein bisschen hektischer, aber trotzdem hatten wir auch da gute Phasen und vor allen Dingen auch gute Chancen, um das dritte Tor zu machen. Du hast die Arbeit gegen den Ball schon hervorgehoben. Dahingehend möchte Stefan Krause von der Mopo gerne wissen, ihr habt wieder 120 Kilometer abgerissen, über 5 mehr als Schalke. Was sagt es nicht nur über den Fitnesszustand, sondern auch über den Willen der Mannschaft aus? Ich glaube, es sagt sehr viel aus. Und wir haben eine riesen Energie in der Mannschaft. Und das hat man, glaube ich, heute auf dem Platz auch gemerkt. Und das drückt sich dann in diesen Laufstatistiken auch aus. Und das war ein Fokus von uns auch vor dem Spiel, weil wir wissen, wir müssen mehr machen. Wir brauchen das auch, dass unsere Stürmer immer wieder nach hinten arbeiten, dass wir es kompakt halten. Und das sind aber nicht nur die Stürmer, sondern als gesamte Mannschaft haben wir sehr gut verteidigt und die Energie auch von draußen so, dass ja, das ist wichtig für uns, das zeichnet uns aus diese Saison und das müssen wir beibehalten und noch weiter steigern. Florent Comtesse von der Schalker Bild-Zeitung fragt, wie haben Sie persönlich den Sieg genossen? Also mir geht es da nie um so persönliche Sachen, sondern als Mannschaft, mit der Mannschaft sich zu freuen, mit Fabi zusammen, mit allen Leuten, die drumherum sind. Das ist das, was Spaß macht und das macht mehr Spaß, wenn man ein Spiel gewinnt. Deswegen freuen wir uns.
Ihr musstet einige harte Personalentscheidungen in Bezug auf den Kader und die Startelf treffen. Unter anderem war Adam nicht dabei. Wie schwer ist euch dieses Mal gefallen, fragt Frank Sorgatz von Regionalsport. Ja, das ist uns natürlich sehr schwer gefallen, weil Adam und Lars auch letzte Woche ein super Spiel gemacht haben. Aber das ist auch eine positive Sache insgesamt, dass wir eine hohe Breite im Kader haben, dass alle gut mitziehen, dass wir viele Leute im Training haben, die wirklich die Intensität brutal hochhalten. Und von daher gehört das dann auch dazu, unangenehme Entscheidungen zu treffen im gesamten Trainerteam. Aber ja, ich glaube, die heute dabei waren, die haben es super gemacht und die anderen werden wir im Laufe der Saison auch alle brauchen. Wir bleiben bei den Personalentscheidungen. Carsten Harms fragt dahingehend, Igor hat wieder euer Vertrauen erhalten. Wie bewertest du seine Vorstellung heute auch im Vergleich zu Nürnberg? Ich glaube insgesamt, dass Igor jetzt nach der langen Verletzungspause nochmal einen Schritt gemacht hat, vor allen Dingen auch körperlich sich zu wehren in den Duellen, die Bälle noch besser festzumachen, als das davor der Fall war. Da glaube ich, musste er auch erstmal reinkommen und adaptieren an das Niveau. Und Igor ist extrem ehrgeizig, so will sich immer entwickeln und verbessern. Und das hat man auch in dieser Pause gemerkt. Und ich finde, er hat auch heute ein sehr gutes Spiel gemacht durch das, was ich eben meinte, seine Positionierung etwas breiter, als es vielleicht sonst in seinem Spiel üblich ist. Das hat uns Räume geschaffen. Ja, beim 1-0 auch gut mitgemacht oder bei dem einen Tor für Burgi mitgeholfen und extrem viel gegen den Ball gearbeitet. Also ja, gutes Spiel von ihm. In der zweiten Halbzeit konnte Schalke immer wieder mit Drexler und Uwe Young eine Überzahl auf der linken Seite schaffen. Hättet ihr das besser verteidigen können, möchte gerne Tim Eckert wissen. Ja, ich glaube, vor allen Dingen aber waren es dann auch mehr hohe Bälle. So, wir wussten, dass wenn wir mit zwei Spielern anlaufen, dass wir vielleicht nicht so viel Druck auf den Ball bekommen. Aber uns war dann wichtiger, für die zweiten Bälle mit mehr Spielern präsent zu sein. Und ich glaube auch, dass das trotzdem die Situationen waren, die für uns gefährlich dann wurden. Ja, da hat Schalke einfach eine enorme Physis und da kann man dann auch nicht jeden Ball verteidigen. Und trotzdem glaube ich, so übers gesamte Spiel haben wir das eigentlich gut im Griff gehabt. Jörg Naroska von NDR 90,3 fragt, wie ist eure unglaubliche Heimstärke zu erklären? Ja, ich glaube, hier im Stadion zu spielen, so wie heute, volles Haus, Flutlicht, das ist auch einfach eine besondere Atmosphäre. Und ich habe es vor dem Spiel schon gesagt, dass Fans dann einen großen Einfluss nehmen. Und ich glaube, da hat jeder Spieler Bock, gerade auch nach der langen Pause in leeren Stadien, motiviert das vielleicht nochmal mehr. Andreas Schorsch von der Bild-Zeitung fragt, hattest du jetzt schon kurz Kontakt mit Timo? Nur ganz kurz per WhatsApp, aber ich freue mich darauf, ihn gleich anzurufen. Ich hoffe, er freut sich nach der langweiligen Woche. Hat er ein bisschen Spannung auch in den letzten Minuten bekommen und freue mich auf ihn und ich freue mich auch, wenn er wieder dabei ist. Und die obligatorische Frage von Andreas, wie sieht euer Plan aus? Heute kurz freuen mit einem Bierchen und morgen wieder früh auslaufen und Training. Ja, mal gucken, was wir uns da einfallen lassen. Fabi hat da bestimmt ein gutes Programm sich überlegt und dann geht es morgen aber auch direkt weiter.